Eine meiner großen Überzeugungen ist es, dass es wichtig ist, was wir aussprechen. Denn wie wir reden, so denken wir und so handeln wir letztlich auch. Über diese Prinzipien spreche ich mich mit ganz vielen Menschen und vor kurzem erwischte ich mich selbst dabei, wie ich in diesen Prinzipien ein bisschen daneben lag. Das Beispiel war so, dass wir umgezogen waren, wir hatten von Gott wirklich offene Türen, wir hatten viel Segen in der Durchführung erlebt, es war ein Riesen-Step gewesen, wir hatten echt gut alles abgewickelt, der Herr hat Gnade gegeben, er war treu und jetzt waren wir an dem neuen Wohnort und so manche Dinge ergaben sich ein bisschen anders. Kleine Schwierigkeiten, die Umorientierung, so ein paar Sachen, die mich einfach so ein bisschen ins Nachdenken brachten. Es war anders, es fühlte sich auch anders an. Eines Nachts lag ich wach und ich betete über so verschiedene Dinge, die in unserem Leben waren, für die Kids, für die Menschen, mit denen wir in Verbindung sind, so die ganz normalen Sachen, als ich plötzlich eine kleine Frage des Herrn hörte, die mir ganz persönlich galt. Und zwar hieß sie: Glaubst du, dass ich dich hier eingepflanzt habe? Ich war ganz stutzig und sofort hätte ich am liebsten geantwortet, na klar, das war uns doch ganz klar und wir haben das wirklich von dir empfangen und so, aber ich kam eigentlich gar nicht wirklich dazu, sondern ich sah mich quasi wie in einem Film, wie ich mit anderen Menschen über diesen Umzug sprach. Nämlich, wenn sie sagten, und schon eingelebt, dann fing ich an, alles Mögliche an Unterschieden zu betonen und wie gut das eine damals gewesen ist und wie schlecht das jetzt hier ist und lauter solche Sachen. Und es war wirklich so, dass Gott mit mir über genau dieses Thema sprechen wollte, was ich sage. Denn was ich sage, so habe ich auch gedacht. Und es tat mir echt leid, weil ich wusste, dass Gott uns dort eingepflanzt hatte. Ich wusste es. Und meine Reaktion war dann auch so, dass ich sagte, es tut mir leid, Herr. Es tut mir wirklich leid, dass ich das so missachtet habe und einfach so in meinem Turn, in meinem Denken da einfach mich verrannt habe. Es tut mir leid. Und die Strategie, die er mir dann gab, war die, dass ich dankbar sein sollte. Dankbar auf das schauen und auf das achten, was es da an Neuem gab. Und so konnte ich wirklich jeden Tag merken, wie diese Dankbarkeit sich immer mehr Raum in mir machte. Ich konnte dankbar sein für die Aussicht, für das Wohnen an sich, für die Ruhe, für ganz, ganz, ganz viele Kleinigkeiten konnte ich dankbar sein. Und diese Dankbarkeit hatte den Effekt, dass ich einfach kleine Wurzeln in diesen neu eingepflanzten Boden hineintreiben konnte. Ich konnte mich einwurzeln und ich wusste, Gott ist mit uns. Er hat uns dort eingepflanzt, wo wir waren. Und ich möchte dir sagen, dass du aufpassen musst mit dem, was du über deine Situation sprichst. Wenn du genau weißt, ich bin hier, weil Gott es möchte. Ich bin hier am richtigen Fleck. Dann hüte dich davor, in Murren und in so einen Zweifel und in dieses negative Ding reinzukommen. Sondern wirke dem entgegen, indem du sagst, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich an den richtigen Ort gesetzt hast. Ich danke dir, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier für dich zu wirken. Hier will ich dein Reich bauen. Hier will ich für dich wirksam werden. Ich will in meiner Bestimmung mit deinem Auftrag weiterkommen. Du hast einen Plan für mich. Und dein Plan ist es, dass ich jetzt hier bin. Und der Herr wird Gnade geben. Er ist treu. Der Herr ist immer treu. Seine Treue ist auf Ewigkeit gegründet. Und er ist treu an deiner Seite. In dem, wo er dich eingepflanzt hat. Ich wünsche dir, dass du erfährst, Gott hat mehr für mich.